Was geht ab, Freunde, Supporter? Willkommen mal wieder zu einem kleinen Meinungskritik-Video zu einem Film. Lange ist es jetzt her, oder ein bisschen länger ist es her, dass ich so ein richtiges Einzelvideo gemacht habe. Die letzten ein, zwei Jahre habe ich das ja ab und zu gemacht, zu Joker oder zu Endgame oder Star Wars 9 und so weiter. Die kamen auch immer ganz gut an und ich hatte auf jeden Fall auch hier wieder das Bedürfnis, ein Video zu machen, ein bisschen drüber zu labern. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr wahrscheinlich schon 20.000 andere Reviews gesehen von Leuten, die es vielleicht auch besser können, die sich noch besser auskennen und so weiter. Ist mir alles egal. Ich will trotzdem über diesen Film reden, denn ich habe einfach ein bisschen Bedürfnis. Ich habe das Bedürfnis dazu und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall am Anfang spoilerfrei sein. Irgendwann später werde ich es dann deutlich im Video ankündigen, dass ich dann spoilern werde. Ja? Aber ja, wir fangen erstmal an. Im Großen und Ganzen direkt mal vorweg, ich fand den Film geil. Ich wurde gut unterhalten, fast 4 Stunden lang am Stück wurde ich sehr, sehr gut unterhalten. Und er ist natürlich tausendmal besser als der 2017er Justice League, ist ja klar. Auf der einen Seite nicht schwer, weil der Film richtig scheiße war. Und auf der anderen Seite wurde ich aber trotzdem, wie gesagt, fast 4 Stunden lang richtig gut unterhalten. Und hatte, ja, meinen Spaß mit dem Film. Denn der Film, die Story im Großen und Ganzen ist ja eigentlich relativ gleich geblieben. Ja, also das ist ja klar, relativ gleich ist sie geblieben. Wurde aber trotzdem einfach viel besser erzählt. Die Charaktere wurden viel besser beleuchtet. Die Szenen haben viel mehr Platz bekommen. Ich meine, wir reden hier von 4 Stunden und wie gesagt, ich wurde gut unterhalten. Und ich habe die letzten Jahre wirklich immer wieder das Problem bei vielen Filmen, wo ich mir denke, muss jetzt jeder Film über 2 Stunden sein? Und teilweise denke ich mir dann so bei Filmen 10, 15, 20 Minuten, teilweise kannst du da rausstellen. Das Gefühl hatte ich jetzt hier nicht so wirklich. Klar, ein, zwei Szenen denke ich mir so, ja, ein bisschen vielleicht zu lang und so weiter, aber jetzt nicht viel. Also wirklich nicht viel, vielleicht 1, 2, 3 Szenen. Und das heißt einiges bei so einem 4-Stunden-Film. Ja? Also ich würde wirklich gut unterhalten. Wie gesagt, die Story ist eigentlich zu, würde ich sagen, 90% gleich geblieben. Ja, Superman ist tot nach Batman vs. Superman. Die Erde hat seinen Beschützer verloren. Batman gibt sich selber die Schuld. Kriegt mit, dass die Motherboxen besorgt werden wollen von Aliens, die auf die Erde kommen. Die bedrohen sie natürlich. Er versucht, die Justice League zusammenzutrommeln. Macht das auch während des Films, was auf jeden Fall ein bisschen länger dauert. Ja? Der nimmt sich auf jeden Fall Zeit, der Film, was ich auch echt ganz gut finde. Weil das Ganze auch in so Kapiteln unterteilt wurde, der Film, und das passt eigentlich ganz gut. Man muss den jetzt nicht am Stück gucken, 4 Stunden, aber man kann es, weil der unterhält wirklich ganz cool. Und ja, Darkseid will, wie gesagt, die Motherboxen, beauftragt den Steppenwolf, die zu besorgen, und das ist im Großen und Ganzen die große Story. Dann gibt es halt auch noch diesen Punkt, wie heißt es auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt nicht gefunden, ich habe extra nochmal geguckt, wie es auf Deutsch heißt, weil, ich muss dazu sagen, ich habe den auf HBO Max auf Englisch geguckt, dieses Anti-Life Equation, oder wie das ausgesprochen wird, dieses Zeichen auf der Erde, darum geht es natürlich dann auch, dass Darkseid das dann irgendwann erfährt, und dementsprechend ist die Erde natürlich ein interessantes Ziel, ja, ja. Das ist zu groß. Im Großen und Ganzen ist die Story, das ist halt die Story. Ist jetzt nicht die beste Comic-Story aller Zeiten von einem Film und so weiter. Man hat schon Besseres gesehen, aber sie wurde trotzdem, also die Story wurde gut erzählt, ausgiebig erzählt, und die Charaktere wurden auch cool erzählt und besser erzählt, vor allem als in der 2017er Film. Wie gesagt, nicht schwer, aber er macht es trotzdem gut. Gehen wir mal ganz kurz die Charaktere durch, ja. Also Batman natürlich, wie gesagt, gibt sich die Schuld, versucht die Justice League zusammenzutrommeln, und auch hier muss ich ehrlich wieder sagen, wenn ich Ben Affleck sehe, auch in den neu gedrehten Szenen, ich finde Ben Affleck als Batman geil. Ich hätte gerne mehr gesehen von ihm. Ja, ist ja immer die Frage immer so, ist Christian Bale der bessere Batman oder Ben Affleck? Ist mir eigentlich, die Frage ist mir eigentlich egal. Ich finde beide cool. Ich freue mich auch auf den neuen Batman mit, wer ist er jetzt hier? Blackout hier, Pattinson hier. Wer ist der nochmal? Robert Pattinson, genau. Freue ich mich auch. Die ersten Szenen zu dem Film waren auch schon geil. Aber ich hätte auch gern Ben Affleck Solo-Batman gesehen, der ja eigentlich geplant war, der wahrscheinlich nie kommen wird. Das ist auch so ein Punkt. Ja, dazu können wir jetzt ganz kurz besprechen. Der Film bietet so viele geile Storylines, so viele Sachen werden angedeutet, auch zum Ende hin. Für auch Fortsetzungen oder andere Versionen vom Film oder extra Stories, die man aus dem Film aufgreifen kann, wie zum Beispiel die Albtraum-Szene, die ich jetzt nicht explizit erklären werde, dazu kommen wir dann später im Spoiler-Bereich. Aber es wird es wahrscheinlich nicht geben. Es sei denn, dass jetzt, ich könnte mir vorstellen, wenn es ein Riesenerfolg wird, vielleicht machen sie da irgendwas, aber ob Zack Snyder da Bock drauf hat oder sowas, oder ob er das jetzt wirklich nur abschließen wollte, so quasi für seinen auch Seelenfrieden, ja, durch die Ereignisse, die damals passiert sind mit seiner Tochter und so weiter, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht so, und wahrscheinlich wird es einen Batman-Solo-Film mit Ben Affleck wahrscheinlich nicht geben, und das ist halt scheiße irgendwie, aber gut, da kommen wir dann vielleicht auch später zu. Wonder Woman ist auch cool hier wieder, ja, alleine wenn sie auftaucht und ihre Musik spielt, ich werde es jetzt nicht nachmachen, aber ihr kennt ja dieses Theme, dieses Musik-Theme von ihr, mega geil. Und auch hier nimmt sie eher so den Part von dieser krassen Kriegerin ein, die auch weiß, was es heißt, wenn Darkseid auf die Erde kommt, weil sie die alten Stories kennt, wo die Erde sich schon mal gegen Darkseid und seine Leute gewehrt hat. Kommt auch ganz cool rüber. Und dann haben wir Flash, der
Ich kann mich ein bisschen mehr anfreunden mit ihm, aber immer noch nicht so 100%. Ich muss ehrlich sagen, er ist teilweise mir zu sehr Witzfigur. Auch so der erste Auftritt, wo er dann so eine Frau rettet, wo die fast von einem LKW überfahren wird, wo dann so ein Hotdog-Stand durch die Gegend fliegt und die Würstchen fliegen so durch die Gegend. Er nimmt sich erst ein Würstchen und dann rettet er sie. Ist mir manchmal, sorry, ein bisschen too much. Ja, wie gesagt, ist mir manchmal ein bisschen zu viel des Guten, ja, mit diesen witzigen Sprüchen. Und ich bin so der unsichere Typ, aber habe immer so einen lustigen Spruch auf Lager. Ist mir teilweise ein bisschen zu viel, ja, des Guten. Cyborg wurde aber auch dort, kann ich mich besser anfreunden mit ihm. Ich bin immer noch nicht der hundertprozentige Riesenfan von dieser Version von Cyborg. Ich verbinde Cyborg, muss ich ehrlich auch sagen, eher mit den Teen Titans. Aber hier merkt man mehr seine Rolle, oder er hat eine größere Rolle mit den Motherboxen und so, dass er sich da reinhacken kann und auch ihn versteht man hört, also man sieht halt mehr von seiner Story, das wollte ich ehrlich sagen, wie er dazu gekommen ist mit dem Unfall von ihm, wie sein Vater ihn gerettet hat und so weiter durch die Motherbox und so weiter, dass er wieder ins Leben zurückgeführt hat und dass er jetzt ein Cyborg halt ist. Auch dort besser, viel besser erzählt als in der 2017er Version, aber auch jetzt, würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, ist jetzt mein neuer Lieblingscharakter. Irgendwie ist auch dort manchmal so ein bisschen unsympathisch, ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aquaman, auch hier, Aquaman ist cool, aber ich muss ehrlich sagen, teilweise denke ich mir so, irgendwie ein bisschen für die Story überflüssig teilweise. Hier und da grummelt er so ein bisschen vor sich hin und dann denke ich mir, eigentlich ist Jason Momoa cool, so, der repräsentiert ihn auf jeden Fall cool, so, sieht badass aus so und hat ja auch teilweise geile Moves drauf und seinen Solo-Film fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber so zu der Story trägt er jetzt auch nicht so viel bei, aber er ist am Start, also auch okay, so, cool, okay, cool. Und Superman halt, muss ich ehrlich sagen, das ist so ein bisschen mein Highlight natürlich. Alleine wie er so mit seinem schwarzen Anzug durch die Gegend fliegt, aber wie er dann zurückgeholt wird und wie er dann auftaucht. Also wie sie sich das, also wie sie das präsentiert haben, ja, dass Superman wieder auftaucht und später dann in seinem Schiff dann seinen Anzug anzieht und man sieht im Hintergrund, wo er so durch die Gegend läuft, sieht man so seine Anzüge, die da immer wieder präsentiert werden und wie das aufgebaut ist, so schön langsam, dann kommt die Musik von ihm und er steht dann in seinem schwarzen Anzug, das ist schon richtig episch gemacht und der Auftritt von Superman ist einfach, das haben sie wirklich gut hinbekommen, ja. Das hat der Snyder echt geil hinbekommen, sehr, sehr episch und du weißt halt dann, spätestens wenn er in seinem schwarzen Anzug da steht, Alter, jetzt gibt's Fratzengeballer, jetzt ist Superman endlich back und jetzt kriegt er auf die Schnauze, ja, ihr kleinen Alien-Pisser. Und das haben sie echt gut hinbekommen. Darkseid so ein bisschen wurde natürlich gezeigt und auch erzählt, was er eigentlich will und so weiter. Aber auch hier ist der Punkt, es wird nicht zu Ende erzählt, die Story von ihm. Und da müsste eigentlich ein zweiter Teil kommen. Du denkst dir, eigentlich müsstest du jetzt das weiter erzählen. Wo ist die Fortsetzung? Eigentlich müsste es eine Fortsetzung geben. Und wir wissen ja, meistens ist ja so, wenn etwas erfolgreich ist, könnte es fortgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob es hier der Fall ist. Keine Ahnung. Aber auch dort eigentlich ganz cool, ja. Auch der Epilog, diese Albtraum-Szene von dem Film, wo man ja auch weiß, dass sie auftaucht, wo auch Joker dabei ist. Ich werde jetzt nicht sagen, was da passiert ist, aber auch das hat mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel aus diesem Stoff könnte man auch einen extra Film machen. Ob da mal was kommt, auch da, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Und allgemein, wie gesagt, der Film unterhält echt gut. Für einen Comicfilm ist er wirklich nice, der hat geile Action. Die Action-Szenen, zum Beispiel die erste von Steppenwolf, ja, wo er gegen die Amazonenkriegerin kämpft, weil er die erste Motherbox holen will. Ey, krass, was da passiert, da wirft er irgendwie Pferde durch die Gegend, die Amazonenkriegerin machen einen krassen Move nach dem anderen, versucht die in Sicherheit zu bringen. Cool, ja, da denkst du dir, Alter, geil, so eine geile CGI-Schlacht. Jetzt die Effekte sind nicht immer auf absoluten Hoch, also nicht auf absoluten Top-Level teilweise, aber es unterhält einen, ja, es ist einfach so richtig geiles Popcorn-Kino und es macht Spaß. Und ich merke schon, wie ich jetzt langsam mich im Kreis drehe, bevor wir jetzt in den Spoiler-Part kommen. Ich kann ihn empfehlen, zieht ihn euch rein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Er ist 1000-mal besser als der Justice League 2017er Film. Ich würde sagen, mit einer der besten DC-Filme der letzten Jahre, auf jeden Fall. So, auch vor allen Dingen vom Popcorn-Action-Faktor ist er wirklich richtig geil. Also macht richtig Spaß, auch diese Action-Szenen, wie die Menschheit oder auch eher die Krieger auf der Erde das erste Mal Darkseid besiegt haben oder zurückgeschlagen haben, sehr geil. Ja, und du denkst dir, wow, geil, aber wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern, obwohl wahrscheinlich wäre das nicht mal so ein Riesenspoiler, aber man ist ja teilweise ein bisschen vorsichtiger, aber ja, also ich kann ihn auf jeden Fall noch empfehlen, hat mich gut unterhalten und geiles Popcorn-Kino, ja, wirklich geil. Nicht super tiefgründig, nicht die krasseste Story, nicht der krasseste Comicfilm, den ich jemals gesehen habe. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und wer Bock hat auf so einen Comicfilm, vor allem auch sich vielleicht ein bisschen minimal mehr auskennt als so der absolute Mainstream, der sieht dann hier und da ein paar Figuren
Und wo er dann auf jeden Fall mehr Glücksgefühle bekommt, sag ich mal, ein bisschen übertrieben gesagt, aber wo er sich freut, vielleicht da auch mehr zu sehen. Ob das passiert, wie gesagt, ist halt die große Frage. Ich würde gerne mehr sehen, auch von dieser Justice League, aber ob das passiert, keine Ahnung. Aber ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Und jetzt kommen wir zum kleinen Spoiler-Part, damit ich da auch nochmal drüber geredet habe, zumindest. Und wie gesagt, kurze Warnung natürlich für euch in den Kommentaren, pass halt auf, ja, dann wird wahrscheinlich gespoilert. Ja, obwohl, wie gesagt, so allzu viel aus meiner Sicht gibt es da jetzt nicht wirklich so Spoiler. So, Freunde, also, Spoiler. Ey, alleine, lass uns nur ganz kurz über diese Altraum-Szene reden, wo dann klar wird, dass Lois Lane gestorben ist und Superman durchdreht und so weiter und Leute müssen sich zusammenschließen, die sonst wahrscheinlich nicht zusammengearbeitet hätten, wie Batman und Joker oder auch Deathstroke ist dann am Start und so weiter, dieser Squad. Auch, also alleine diese Version, wie sie das präsentieren, wie dieser düstere Style ist, allgemein, der Film ist natürlich wieder Zack Snyder, typisch voller Style-Momente und so weiter. Und auch alleine von dieser Konstellation, alleine von dieser Albtraum-Version, würde ich gerne einen extra Film sehen, ne? Einen eisernen Film, der nur diese Story, nur diese Version erzählt, wo man dann so wirklich den Kampf gegen Superman und die anderen sieht. Also das ist einfach wirklich geil. Alleine das Gespräch zwischen Batman und Joker, wie Joker ihm dann wirklich ins Gesicht lacht, während er erzählt, dass er quasi seinen C-Zone Jason Todd umgebracht hat, wo es dann jetzt endlich bestätigt wurde. Es wurde ja damals immer angedeutet mit dem Film und so weiter, was einem ja wirklich klar war eigentlich. Ich wollte es jetzt vorher nicht spoilern. Ist eigentlich klar, ne? Man konnte sich das schon denken. Jetzt wird es halt endlich offiziell gesagt von ihm. Und wie das auch aussieht, wie das gespielt wird von Jared Leto, gefällt mir richtig gut. Ja, tausendmal besser als im Suicide Squad natürlich. Ja, auch dort wurde er komplett verhunzt so ein bisschen, weil er gar nicht genug Screentime bekommen hat und so. Aber das ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, das Gespräch zwischen Batman und Joker, ey, geil, dass sie irgendwie zwangsweise zusammenarbeiten müssen und Joker ist eigentlich trotzdem so ein mieses Arschloch, lacht ihm so ins Gesicht, ja, ich hab den C-Zone getötet und so, ha, und so, bla, wie fühlst du dich jetzt, bist du innerlich tot und so, ey, krass, alleine, wie gesagt, aus dieser Version gerne ein extra Film, ey, vielleicht ist das ja irgendwie noch drin, keine Ahnung, für so ein extra Film nochmal mit Ben Affleck als Joker wahrscheinlich, als Batman und Jared Leto als Joker, das würde ich auf jeden Fall feiern. Sehr cool. Dann auch die letzte Szene oder eine der letzten Szenen oder eine der Figuren, die so ein bisschen am Ende auftauchen, der Martian Manhunter, auch dort, ey, geil, Alter, wo er denn sich anbietet, ey, ich möchte gerne hier euch helfen, ich möchte der Justice League beitreten, Batman, du machst geiles Zeug, auch dort, cool, Alter, geile Gefühle, man kennt sie aus den Comics, die Figur, oder aus den animierten Filmen, wo es ja auch viele geile Filme gibt. Und denkst dir, Alter, geil, das wäre so geil, es fehlt nur noch Green Lantern, der auftaucht. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sie vielleicht auch den andeuten. Man hat ja einen Green Lantern gesehen, in diesem Rückblick, wo die Erde sich schon mal gewehrt hat gegen Darkseid. Auch dort diese Szene, wie denn Zeus auftaucht mit seinen Blitzen. Auf der anderen Seite haben wir die Atlantis-Leute, dann noch die Amazonenkriegerin, die auch krass rüberkamen. So ein Green Lantern fliegt durch die Gegend plötzlich, stirbt dann, fliegt der Ring durch die Gegend und sucht sich den nächsten. Und geil gemacht, so viele Andeutungen, viele Comic-Andeutungen, die man jetzt wahrscheinlich als absoluter Mainstream-Zuschauer nicht 100% vielleicht versteht oder zuordnen kann und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Überexperte bin, aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass ja jetzt nicht jede Scheiße erklärt wurde bis ins kleinste Detail. Das fand ich auch ganz cool und wie gesagt, diese Albtraum-Szene alleine, sehr geil. Denn die wirklich letzte Szene zwischen Luthor, Lex Luthor, das ist doch Lex Luthor, ne? Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, früher hat irgendjemand behauptet, dass es der Sohn von Lex Luthor ist. Ist es der Sohn? Ist es der Junior? Ich weiß es gar nicht. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall von Jesse Eisenberg gespielt, wo dann Deathstroke auf sein Boot kommt. Auch diese Szene wurde viel besser ausgearbeitet, ja, wo dann klar wird, dass Deathstroke sich an Batman rächen will, weil er ihm anscheinend das Auge ausgeballert hat oder irgendwie sowas. Was ja eigentlich die Einleitung sein sollte für den Batman-Ben Affleck-Solo-Film, den es auch nicht geben wird. Auch das ist wieder so ein Punkt. Ey, das ist cool eingeläutet. Ich würde das gerne sehen. Batman vs. Deathstroke haben wir jetzt gerade in dem Batman Arkham Origins DLC gehabt. Das cool ist, das cool sein könnte. Spiel gehabt, sorry, nicht DLC. Ey, könnte man geil ausbauen. Aber das wird es wahrscheinlich nicht geben. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen schade. Auf der einen Seite hast du einen geilen Film, der dich unterhält. Auch so die Endschlacht ist geil. Wie Steppenwolf dann getötet wird am Ende, geköpft wird von Wonder Woman, der Kopf rollt dann zu Darkseid durch das Portal, der zertritt ihm quasi noch den Schädel und du denkst dir, boah, geil, Alter, ich will die Fortsetzung sehen, ich will sehen, wie Justice League mit ein paar anderen neuen Leuten, wie Martian Manhunter und vielleicht auch einen Green Lantern-Typen gegen Darkseid und seine Leute kämpft. Ich will das sehen. Ich will das eigentlich sehen. Ich fucking normal, ich will es sehen.
Ob das passiert? Wie gesagt, keine Ahnung. Also bei solchen Sachen ist immer die Frage, ob das passieren wird. Wenn es ein riesiger Erfolg wird, ist es auf jeden Fall wahrscheinlicher, als wenn es jetzt floppt, das ganze Unternehmen das nur auf HBO Max oder auf so Streaming-Seiten preiszugeben oder freizugeben, besser gesagt, wie bei Sky oder sowas. Aber ob das Zack Snyder machen wird, keine Ahnung. Ja, kann ja auch sein, dass er irgendwie nur quasi seinen Seelenfrieden machen wollte, weil er das ja auch seiner Tochter gewidmet hat. Ich weiß es nicht, ob da noch was kommen könnte von ihm, vielleicht aber von einem anderen Typen. Vielleicht eher in beratender Rolle wenigstens, wirklich richtiger beratender Rolle, dass er das wirklich so ein bisschen überblickt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich würde es feiern, dass wenn da noch ein bisschen mehr kommen würde. Also ich wurde richtig gut unterhalten, ich hatte meinen Spaß, das ist die Hauptsache, Freunde. Und ja, ich würde gerne mehr sehen davon, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen, ich würde gerne einen Extrafilm sehen, nur mit dieser Albtraum-Version. Muss ja dann auch keine 3 Stunden gehen, sondern knackige 90, 100 Minuten, nur diese Version. Gerne kurz mal erzählen, so einen kleinen Film. Wäre geil, wäre bestimmt auch erfolgreich, wenn er gut gemacht ist. Ja, nice. Ich wurde gut unterhalten, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt hier im Spoiler-Bereich seid, markiert es wenigstens in den Kommentaren. Ja, versucht die ein bisschen zu warnen, die Leute. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht gibt es ja nicht so viel zu spoilern, dass ein Martian Manhunter in dem Film vorkommt, dass man weiß, der ist mal in der Justice League vorgekommen, dass der vielleicht angedeutet wird jetzt endlich. Mich persönlich würde es jetzt nicht so stören, es gibt jetzt nicht so viel zu spoilern, aber wie gesagt, versucht es. Ansonsten war es, bevor ich jetzt hier mich weiter im Kreis drehe. Ich fand ihn geil. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr den fandet. Und ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Haut rein.